Herzlich willkommen zu Let's Play City Skylines, zu meiner Wenigkeit, den Capella. Und herzlich willkommen zur allerersten Staffel zu Werwald City. Schön, dass ihr wieder reinschaut und ja, lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit, macht es euch gemütlich und genießt den Cinematic-Modus in der Einführungsrunde, wie immer bei mir. Ich nehme auch erstmal einen Schluck Kaffee. Ohne Kaffee geht ja bekanntlich nichts am Sonntag. Damit ihr auch mal eine Ahnung habt, wann diese Voraufnahme ist. So, dann wollen wir mal kurz beenden. Also, viele Ideen hatten wir ja. Momentan geht es uns ja echt gut. Wir haben 12.000 plus. Das ist der pure Wahnsinn. Und viele benutzen natürlich hier den Weg für die Industrie. Ich denke mal, das werden wir auch so weiter benutzen. Und wir müssten uns überlegen, ob wir diesen Tunnel hier nicht abreißen und ob wir das nicht eher schon machen. Das wäre eine Idee, das werden wir jetzt auch mal umsetzen. Denn wie wir merken, haut das hinten und vorne nicht hin. Also... Ah, warte mal, das ist ja jetzt die falsche Richtung. Scheiße. Oh Gott, ja. Upgraden. Falsche Richtung. Pfeil nach unten. Naja, die sollten schon, wenn schon, denn schon in die richtige Richtung fahren, logischerweise. Okay, dann lassen wir es mal ganz kurz laufen. Auf schnell. Müsste relativ schnell angenommen werden. Ist eine Abkürzung. Die wollen alle nur da hinten hin. Nun guckt mal an, wie viele das sind. Das ist echt der Wahnsinn. Jetzt. Ich meine, wir können den ja hier lassen. Weil es gibt ja auch Leute, die von hier aus da rein wollen. Es kann ja mehrere Eingänge geben. Aber so hätten wir jedenfalls hier den meisten Verkehrsstau schon mal erledigt. Und hier haben wir nicht mehr so viel. Das passt doch schon mal ganz gut. So, okay. Also, wir haben ja einiges geschafft in der letzten Aufnahme. Wir haben das ja echt hier zum Blühen gebracht. Wortwörtlich. Und, ich muss sagen, dass wir das auf jeden Fall versuchen müssen, so beizubehalten. Und ich werde jetzt erstmal die Industrie natürlich erstmal weiter fortsetzen. So, da müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. Weil das klappt nicht mehr so, wie wir das wollen. Wie viel Holzindustrie das ist, ist der pure Wahnsinn. Und ich habe doch das Gefühl, dass hier mehr Autos rumfahren, als zum Beispiel in der Agrarwirtschaft, die wir hier unten haben. Obwohl hier ist auch einiges an Verkehr, aber wenn man bedenkt, was das hier für eine Masse ist, glaube ich, ist das noch relativ gering. So. Okay. Wir machen wieder 9000 plus, das ist positive Bilanz, muss man ja mal sagen. Sehr, sehr positiv, das gefällt mir. So, hier werden wir nicht mehr bauen, also keine Bahnübergänge mehr. Das heißt, alles andere, was wir jetzt hier bauen, wird dann auch schlussendlich...
Nee. Nee. Ja, fast. Ja, da haben wir doch was. So. Bam. Badam. Die Musik finde ich so geil. Ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht. Nervt euch die Musik? Soll ich da mal andere auflegen? Ich meine, ich kann die ja komplett entfernen und kann ja andere Musik einspielen. Das ist ja möglich, seit YouTube das ja anbietet, selbst persönlich. Mit ihrer eigenen Musik. Wobei die natürlich auch nicht immer unbedingt das Beste ist. Aber könnt ihr mir ja in den Kommentaren mal da lassen. Was er von diesen Gedanken hält. Nee, lohnt sich nicht, lohnt sich nicht, lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. So, also, die Züge fahren, die Züge machen auch Geld, glaube ich, jetzt so langsam. Mich würde mal interessieren, budgettechnisch, ob sich das jetzt bemerkbar macht von den Zügen. Nee, immer noch nicht. 2200 machen wir da gerade mal nur. Aber Industrie, machen wir schon Umsatz, so ist es ja nicht. Und bald müssten wir da auch Dings geknackt haben. Jawoll. Geil. Ihr wisst, was das bedeutet. Mit dem nächsten Meilenstein. Ich glaube, die Musik ist wieder lauter geworden. Warum auch immer. Ich raub's mal ein bisschen runter. So. Das heißt, dann können wir endlich das Naturschutzgebiet aufbauen, weil momentan können wir es ja nicht. Weil wir dafür einfach mal nicht die Auslastung haben. So, ich werde auch nochmal für Müll hier das, die Müllverbrennungsanlage bauen. Ich weiß, das ist nicht so geil. Und das wird den wenigsten hier auch gefallen. Aber wir kriegen dadurch Strom und aber ich lasse es erstmal da oben alleine laufen. Von da oben können sie ja zum Glück runterfahren. Mal gucken, was wir hier noch machen. Aber ich finde, hier ist nicht verkehrt, dass wir hier noch eine Verbrennungsanlage haben, die den Müll abholen. Das passt ganz gut. So, komm, die kriegen wir doch noch geknackt hier. Komm, 70.000, das haben wir gleich. In wenigen Augenblicken ist es soweit, liebe Leute. Wir haben es dann geschafft. Und können erfolgreich sagen, wir haben es geschafft. Wie auch immer man das jetzt deuten möchte. Lassen wir. Ist mir Wurst und Käse zugleich. Auch hier machen wir nochmal Industrie hin. Ich weiß, das wird jetzt echt verdammt viel Industrie, wie man merkt. Aber wir können es gebrauchen, wie es den Anschein hat. Und wir können auch Geschäfte gebrauchen, interessanterweise. Die bauen wir dann da auch mal hin. Kann nicht schaden. Ja, mal gucken, was wir da draus machen, ob wir da noch was hinbauen oder nicht. Ja, das war klar, dass hier sowas entsteht, irgendwann mal. Guckt euch den Kreisel an. Und wir haben es geschafft. Metropole. Wir können jetzt den Flughafen bauen und das nächste Stück. Wunderbar. Ja, Leute. Damit hätten wir es. Wir müssen uns gleich mal um den Verkehr kümmern. Ich mache mal wieder... Ach, normale Geschwindigkeit ist jetzt sogar. Das passt ja ganz gut. Also... Immer Grünhügel wird ja immer größer und populärer, muss man ja mal sagen. Das ist echt erschreckend gut. Denn wir werden hier auf jeden Fall das hier mit Immergrün auf jeden Fall weiter fortsetzen. Das soll Immergrün werden. Ob wir das jetzt noch richtig deklarieren und nochmal einteilen, weiß ich ja nicht. Aber ich werde hier mal was ganz kurz ändern. Weil die Schierlingsholzindustrie passt jetzt nicht unbedingt. Das nennen wir denn mal, wenn wir es richtig machen wollen, die Immergrün
Holzindustrie. Das passt dann viel besser. Ach ja, ich vergesse immer wieder, dass das mit Escape nicht funktioniert. Immer grün. Holzindustrie. So, jetzt hat das übernommen. Und das nennen wir dann auch mal um. Immer grün. Park. Okay. So, also, wir haben immer grün Hügel, immer grün Holzindustrie und hier oben haben wir noch unser kleines Waldlandhügelchen. Und wir haben schon gesehen, dass wir hier arge Probleme haben, beziehungsweise auch es steht. Und warum eigentlich? Ich würde behaupten, es ist wegen den Geschäften zum Teil. Also das passiert, wenn ihr einen Kreisverkehr habt und ihn eigentlich gar nicht nutzen könnt, weil Geschäfte da sind, weil die beliefert werden müssen, etc. etc. Deswegen mache ich immer ganz kurz eine Pause. Und dann werden wir optimierungstechnisch mal wirklich sagen, leider, tschüss, 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 tschüss. Weil das passt einfach mal zum Kreisverkehr leider nicht. Kann ich euch immer nur abraten. Eigentlich wusste ich es, aber ich habe es trotzdem hingebaut. Das war mein kleiner Fehler. Und es macht sich doch schon bemerkbar, wenn man am Kreisverkehr gewisse Anbindungen zwar hat, aber sie nicht immer überall connecten lässt. Also das heißt zum Beispiel, dass wir hier die Straße mal abreißen. Das wollen wir ganz kurz die Straße abreißen. Das wollen wir kurz die Straße und die Straße abreißen. Das heißt, wir suchen uns wieder das Tool für zweispurige Einbahnstraßen. Ich hoffe, das Geräusch habt ihr jetzt nicht gehört. Und wenn doch, naja gut. So, dann verschieben wir das mal ganz kurz hier hin. So. Was haben wir denn hier für eine Straße? Das ist eine ganz normale. Dann wollen wir die mal ein bisschen weiter fortsetzen. Aber auch nur ein bisschen. So. Und dann bauen wir da wie immer. Okay, wir müssen das Snapping-Tool ausmachen. Ansonsten kriegen wir da ganz komische Sachen bei raus. So. So habt ihr hier die perfekte Auf- und Einfahrt. Und hier wollten wir ja eigentlich genau das gleiche machen. Problem ist bei solchen Straßen natürlich, dürft ihr nicht vergessen, ihr macht natürlich vieles kaputt. Und das muss schon irgendwo mit berechnet werden. So, vergesst immer nie, eine Straße soll auf jeden Fall reinführen und eine Straße wieder raus. Das ist immer so das gängigste, was man immer macht. So, dann setzen wir das hier auch fort bis ungefähr... Ernsthaft, ich krieg das nicht mehr gerade hin. So. Und das gleiche machen wir dann natürlich auch hier wieder. Eins kommt hier hin. Eins kommt dahin. So, und ob wir das jetzt bei der Straße machen, weiß ich zwar nicht ganz genau, aber wahrscheinlich wäre es sinnvoll. So. Ja, da werden viele jetzt sich natürlich aufregen, weil wir hier echt komische Sachen machen. Aber es bringt ja nichts. Okay, das passt perfekt. Wunderbar, das lassen wir so. Und hier machen wir natürlich auch nochmal genau das gleiche. Das war eine leichte Kurve sogar. Die müssen wir dann mal so ein bisschen versuchen fortzusetzen. So. Also, und nochmal. Snapping-Tool, ran damit. Jetzt haben wir hier natürlich verdammt viele, wie ihr merkt, verdammt viele Kleinigkeiten noch. Aber das Schöne ist, das kann man alles mit dem Tool nochmal wegmachen. Alles, was hier weg soll, muss auch weg. Also, fangt damit bloß erst gar nicht an, dass sich hier die Leute aufbauen. Das behindert alles nur den Verkehr. Klar, ihr habt jetzt auch weniger Platz, aber wenn damit der Verkehr gesichert worden ist, dann habt ihr davon ja auch was. Also... muss man das auch mal positiv sehen. In dem Sinne werden wir hier nochmal ein paar Punkte setzen. Zwar schade für die Leute, die sich da jetzt richtig schön aufgebaut haben, aber nichtsdestotrotz, das macht nichts. Okay, so, gewisse Punkte müssen wir natürlich wieder neu setzen.
die setzen wir alle leer. Da soll nichts gebaut werden. Wie schon gesagt, es bringt wirklich nichts. Ihr habt davon nur Chaos. So, man könnte überlegen, dass man das hier miteinander verbindet. Wäre eine Möglichkeit. Kann man machen. Dann habt ihr hier noch ein paar Gebäude, die wir bauen können. Beziehungsweise erlauben können. Okay, so. Das hätten wir. Und dann müssen wir mal gleich mal gucken, ob wir denn hier jetzt das Verkehrschaos, was wir hier angerichtet haben, ob es denn sich jetzt auflösen wird. Aber ich würde behaupten, ja, wir gucken einfach mal. Wir machen jetzt auf Play. Machen das mal ein bisschen auf schnell. Rein theoretisch müsste es schneller gehen. Die Leute, die abbiegen wollen, können gleich rechts abbiegen, geben den Verkehr wiederum frei für diejenigen, die weiter geradeaus fahren wollen. Und so ist das an jeder Kreuzung so gesehen. Also ihr habt eine Win-Win-Situation. Und das Schöne ist, ihr könntet theoretisch, wie wir gesehen habt, bei meinem Baustil, könntet ihr das sogar auf mehreren Stationen machen. Also sprich, ihr hättet hier noch einen Ausweg machen können, rein theoretisch. Wenn man da sogar ganz perfektionistisch ist, könnte man wahrscheinlich hier auch noch an dieser Ecke noch einen Ausgang machen. Und wie ihr merkt, es läuft, aber immer noch nicht so ganz flüssig. Aber das liegt aber auch daran, würde ich behaupten, an dieser Busmasse, die wir haben. Und deswegen wird es auch nochmal ganz wichtig, beziehungsweise man sieht es dann nochmal ganz gut, dass man, also ich sehe jetzt jedenfalls bald keine Hoffnung mehr für Busse in unserer Stadt, weil das wird einfach mal too much werden. Und von da aus, die halten eigentlich den gesamten Verkehr auf. Die ganzen Autos, die theoretisch eigentlich hier links auf der anderen Spur weiterfahren könnten, fahren nicht weiter, weil diese Straße hier zum Beispiel hier für Linksabbieger nochmal geeignet ist. Was ich schade finde, dass das Spiel da nicht automatisch dass die Möglichkeit nicht gegeben wird, auch geradeaus weiterzufahren. Dann hätten wir das Problem nicht. Ich weiß, es gibt Mods dafür. Da könnte man das dann einstellen. Und wir werden auch mal überlegen, ob wir das ändern wollen. Aber momentan sieht es ja relativ gut aus. Wir müssen nur gucken, ob wir vielleicht diese Ausfahrt hier ein bisschen anders gestalten wollen. Aber ich glaube, das wird so nichts. Alter Falter, wie viele Leute. Ja, aber das ist halt das typische Problem, dass wir hier keine Anbindung haben, noch nicht. Obwohl, was laber ich da für Müll? Wir haben eine Anbindung jetzt. Ab jetzt haben wir eine. Und ich würde sagen, das werden wir jetzt auch mal ganz kurz ausnutzen. Denn ansonsten sehe ich für den Verkehr hier absolut keine Hoffnung. Das heißt, ich werde jetzt die Straße hier nochmal weiter upgraden. Und werde mir überlegen, wir gucken mal. Also hier soll es eine Verbindung geben, am besten mit der Autobahn gleich zusammen, hier auch eine. Ich werde das jetzt einfach mal so fortsetzen. Wir machen mal das Snapping Tool wieder an, damit wir hier so eine ungefähre Vorstellung davon haben, wo wir hin wollen. Und eigentlich wollen wir ja ungefähr so in diese Richtung. So, da hinten haben wir noch die nächste Straße, die wir verbinden wollen. Die setzen wir mal hier hin. So, ihr seht wahrscheinlich schon, was ich vorhabe. Nichtsdestotrotz wollten wir ja eigentlich hier auch die Autobahn wieder anheben. Aber das können wir alles noch ändern, wenn wir es denn wollen, wohl bemerkt. Wäre nämlich eine Idee, vor allem wenn wir dann das Stückchen haben, dann können wir das alles anheben. Aber bislang ist es noch nicht notwendig. Von da aus, was ist zum Henker? Achso, ja, angleichen, da war was. Okay, also. Wir machen hier einen Kreisverkehr draus und machen natürlich eine Anbindung. Sprich, dass der Verkehr von der Seite irgendwie darüber kann. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob wir das nicht abreißen wollen. Ich glaube, davon haben wir mehr. Abreißen, die Viererkreuzung draus machen. Wird zwar teuer, ich weiß, aber das geht anders nicht.
Das geht nicht, Leute. Da müssen wir leider hier... Ah. Guckt euch das an. Da müssen wir sogar das auch noch abreißen. Damit wir hier einen perfekten Ausgangspunkt haben. Und den müssen wir sogar auch noch abreißen. Und ich habe gesagt, ich wollte das erhöht haben. Fangen wir damit an. Kostet das jetzt eigentlich mehr, nur wegen Erhöhung? Ja, kostet gleich 25.000 Tacken mehr, alter Falter. Holla die Waldfee. Da wird man ja schwach in der Hose. Okay, wir haben es gebaut. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber wir haben auch gesehen, dass wir da leider ein bisschen falsch sind. Also vor allem mit dem Kreisverkehr. Aber es macht nichts. Das können wir ja alles noch anpassen. Wir müssen mal gucken, ob wir das nicht abreißen. Dann können wir hier einen Weg nach unten machen. Oh, da wird wieder viel Arbeit für... Ja. Aber ich glaube, das wird sich lohnen. Auch wenn das jetzt keiner glauben mag. Aber das ist ja das Schöne an dem Spiel. Jede Mühe, die man sich hier macht, im weitesten Sinne, wird ja im weitesten Sinne auch belohnt. Oh, was ist das denn? Das ist ja schief. Bah! Lass mich raten, das kann ich... Kriege ich anders gar nicht hin. Oh. Okay, gut. Andere Sache. Das ist ja mal widerlich hier. Was ist das denn für eine lächerliche Kurve, die ich hier gebaut habe? Passt ja mal gar nicht rein. Okay. So gefällt mir das schon eher. Da ist der Fehler. Okay. So, das versuchen wir natürlich hier auf der anderen Seite genauso zu machen. Was jetzt nicht unbedingt einfach werden wird. Sieht zwar bestimmt nicht perfekt aus, das weiß ich selbst, aber wir lassen es erstmal so. Den Feinschliff können wir ja dann immer noch machen. Ja, und hier ist wirklich die Frage, wollen wir das annehmen und dann ist gut. Ich meine, was soll's, Leute? Ne? Theoretisch... Führt eh kein Weg dran vorbei. So, das hätten wir schon, Bleistift. Und da wir hier hinten noch nicht gebaut haben und diese Ecke jetzt hier wahrscheinlich eh nicht nutzen, oder? Werden wir sie nutzen? Wir werden sie wahrscheinlich nutzen. Ich weiß, das sieht immer sehr schockierend aus, wenn man das sieht. Aber wenn wir es haben, dann haben wir es gleich richtig gemacht. Und das macht eine Menge aus, wie ich finde. So, wir gucken mal, wie viel. 1, 2, 3, 4, 5. Wir nehmen mal 5. Müssen wir uns nur merken, die Zahl. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, dann hätten wir das nämlich schon mal. Ich hoffe, das klappt hier. Perfekt. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Was wollen wir mehr? Okay, wir müssen mal gucken. Naja, das sieht natürlich am schönsten aus. Dann lassen wir das auch mal so. Ihr merkt, wir haben jetzt hier natürlich jetzt erstmal ein interessantes Konstrukt. Denn wir werden hier natürlich, glaube ich, einen Autobahnkreisel draus machen. Aber nur einen zweispurigen. Oder machen wir doch einen einspurigen.
Wir können ja mal hier so einen dreispurigen probieren. Auch wenn ich glaube, dass ein dreispuriger nicht wirklich benutzt wird. Ja, wir machen mal in die gleiche Richtung. Weil ich behaupte mal, davon haben wir wirklich nichts. Wir brauchen hier auf jeden Fall einen großen Kreisel. Da ist uns nicht mitgeholfen, wenn wir hier einen auf Spartan tun. Also auf jeden Fall so. Ach ja, Autobahn, da war ja was. Das geht ja nicht. Dann müssen wir das Ganze kurz mal upgraden. Und das vor allem nicht als schwebender Kreisel machen. Das sieht ja scheiße aus. Dabei habe ich das doch schon runtergesetzt. Also, einmal runtersetzen. Nochmal den Mittelpunkt ausloten. Das ist ein bisschen schwierig, denn wir merken, dass, obwohl doch, das ist parallel. Aber wir haben da auf jeden Fall unsere Schwierigkeiten. Das ist jetzt leider beeinflusst worden. So. Sagen wir mal in die Richtung. In die Richtung. In die Richtung. Und in dieser. Und jetzt können wir nämlich wieder in dieses Menü gehen. Benutzen das Tool für Winkel anpassen. Zack. 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 So. Jetzt kann man natürlich wieder, wie man möchte. Interessant, dass dieser Kreisverkehr ist der falsch. Was ist denn hier los? Ach, ich habe den Fehler gemacht. Okay, okay, okay. Ich wollte schon sagen, was zum Henker ist denn hier los? Seit wann ist das denn andersrum? Das ergibt jetzt absolut null Sinn für mich gerade. Okay, also. Wir gucken mal. Einmal hier. Einmal da. Ja? Also wir sehen, wir haben wieder die gleiche Anbindungstechnik, die wir auch vorhin hatten. Und hier müssen wir mal gucken, ob wir hier so eine leichte, smoothe Kurve reinkriegen. Und dann müsste das Problem eigentlich sich von alleine gelöst haben. Weil dann haben jetzt die Leute auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, dahin zu kommen. Was ist das denn? Und Parkplätzen. Aha. Champignons sind lecker, aber Pilze mal auch. Ihr merkt, der Kapelle hat manchmal was an der Waffel. Nicht nur manchmal. Leute, die mich kennen, wissen das auf jeden Fall. Und die die Serie jetzt schon etwas öfters mal mitbekommen haben. So, der Nationalpark soll natürlich schon einen gewissen Freiraum kriegen. Aber jetzt auch nicht allzu viel. Also, diese Abstände sind in Ordnung, wie ich finde. So, gleiches Prinzip wie überall. Mann. Okay, also wir haben jetzt unsere allerersten Anbindung, beziehungsweise wir hätten auch eine Anbindung, ja doch, das ist eigentlich eine ganz gute Anbindung, wie ich finde. Hier auch nochmal der Kreisverkehr. Müssen wir mal schauen, ob wir jetzt im weitesten Sinne jetzt die Kreuzung hier etwas entlastet haben, weil wirklich hier alles, wirklich alles, egal von woher sie herkommen, ja hier drüber fahren mussten und hier diese Schlangenlinie fahren mussten, um dann vom Kreise hier in die Stadt zu kommen. Das ist natürlich doof. Jetzt haben wir aber eine direkte Autobahnanbindung. Das müsste jetzt rein theoretisch sich etwas mehr ausgleichen. Und wir drücken mal Play. Und schauen mal, was passiert in der nächsten Zukunft. Rein verkehrstechnisch auch gesehen. Das müsste sich hier ein bisschen entspannen. Hoffe ich doch zumindest. Wir gucken mal ganz kurz auf der Karte, wo denn die ganzen Leute überhaupt hinwollen. Das kann ich auch nur jeden ans Herz legen, um zu gucken, wo wollen denn die Leute überhaupt hin. Dann klickt er hier drauf und klickt dann zum Beispiel auf diese Straße hier. Und dann seht ihr, dass die meisten alle hier hinwollen. Und die kommen halt auch alle von hier. Und selbst von da fahren verdammt viele auch hierhin, interessanterweise. Und so, jetzt guckt mal. Hier.
Und schon wird's befahren, wie bekloppt. Na, ja, der Hammer. Hat sich gelohnt, oder nicht? Das heißt, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Verkehr hier aufgehalten. Aber natürlich wird diese Strecke hier immer versagen, denn wie wollen wir diese Massen hier auch bewegen? Deswegen, es wird nicht umgänglich sein. Wir müssen uns überlegen, ob wir da wirklich jetzt die Busse irgendwann mal abschaffen wollen. Vielleicht gibt es noch in der Innenstadt so kleinere Bustouren, aber da brennt es an zwei Stellen. Das ist schlecht. Wollte ich mal so anmerken. Okay. Die Situation ist ja momentan ganz gut, aber nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne den Park jetzt auch mal ein bisschen weiter erweitern. Also sprich, dass wir jetzt auch mal wirklich diese Anbindung suchen. Weil wir wollen ja schlussendlich jetzt auch damit anfangen, diesen Park zu bauen. Jedenfalls hätte ich jetzt darauf große Lust, da jetzt mal anzufangen. Weil das wäre dann ja auch unser allererster Nationalpark auch. Und ja. Was war das für eine Nachricht eben? Das klang ja wie im Lotto hier. Wie im Lotto gewinnen. Irgendwas ist aufgewertet. Oder hat eine Stufe bekommen. Wahrscheinlich irgendein Park. So, und ich glaube, der Bahnhof wird immer noch mehr populärer, würde ich jetzt mal behaupten. So, das ist alles Schutzgebiet hier. Das ist echt eine verdammt große Fläche, wenn man es so betrachtet. Aber ich finde auch berechtigt, Schutzgebiet soll auch Schutzgebiet bleiben und soll es auch sein. Und von da aus lassen wir uns da nicht beirren. Auch wenn da natürlich die Autobahn ist, aber da lassen wir uns nicht abschrecken. So. Palim, 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 palim. Palim, palim. So. Müssten wir ja gleich einmal um petto sein hier. Okay. So, jetzt können wir den dicken Pinsel auch mal rausholen. Oh. Da können wir ja auch mal den dicken Pinsel rausholen. Okay, das klingt irgendwie falsch, wenn man das wiederholt. Und dann können wir nämlich hier diese kleinen Löcher mal alle schließen, damit wir das jetzt auch mal perfekt mit eingrenzen. Ich weiß nicht, ob die Gebäude dadurch jetzt einen Boni erlangen, dass man sagen kann, oh, wir sind das einzigste Gebäude im Naturschutzgebiet. Aber ich würde es bezweifeln, dass es da jetzt noch irgendwie einen Bonus gibt. So. Okay, unser Naturschutzgebiet ist jetzt gesetzt. Theoretisch haben wir jetzt alle Möglichkeit der Welt, jetzt damit anzufangen. Also, wie wir sehen, sehen wir interessanterweise, dass hier verdammt viel von den LKWs hier durchheizt. Wahrscheinlich wegen der Versorgung der LKWs. Obwohl immer noch sehr viele. Ich verstehe es nicht, warum einige LKWs hier die Ausfahrt benutzen und einige sagen, nö. Hier ist besser. Verstehe ich nicht. Der Weg ist theoretisch der gleiche und man fährt auf der Auffahrtsstraße theoretisch sogar schneller. Also wäre der Weg hier eigentlich der kürzeste. Aber nun gut, wir lassen es erstmal stehen. Boah, Industrienachfrage ist ultra hoch. Warum auch immer. Egal was man tut, wenn etwas zu hoch ist, ist es niemals gut. So viel sei gesagt. Da müssen wir mal schauen, ob wir hier nicht noch irgendwie Bürogebiet bauen. Ich knall das hier erstmal voll. Dass da ein bisschen der Pegel wieder nach unten geht. Um das erstmal ein bisschen aufzuhalten. Okay, wir machen mal die Zeit auch wieder ein bisschen langsamer, weil ansonsten kriegen wir hier immer Probleme. Und die Schule, ups, die setzen wir natürlich wieder hier hin.
Ach du Scheiße. Ja, aber hier eine Autobahn bauen ist auch doof. Die eine Anbindung hier dran hätte vielleicht. Wisst ihr, was ich meine? Wäre vielleicht eine Idee. Vielleicht müssen wir uns das überlegen, dass wir hier eine Autobahnstrecke machen. Ich weiß es noch nicht. Weil irgendwie müssen wir uns da was überlegen. Dieses große Industriegebiet hier oben wird uns erstmal zerpflügen. Oder wird für Verkehrschaos sorgen. Vergessen Sie nicht, neue Gebäude zu bauen. Ja, 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 alles klar. Okay, gut, wir fangen jetzt mal an, bevor ich hier mir wieder den Mund zerrede. Und zwar wollen wir ein Naturschutzgebiet haben. Jawohl. So, wir haben natürlich ein Haupttor, ja. Echt, das geht nur an diesen zwei Stellen. Ach Leute, warum denn? Ja, an der Seite können wir es natürlich direkt perfekt passend in der Mitte setzen, aber hier können wir es nicht. Warum auch immer. Es klappt anscheinend nicht. Wir machen mal ganz kurz die Pause. Ich will mal ganz kurz was testen. Ich will mal nur kurz was testen. Angenommen, ich würde jetzt hier eine Straße bauen. So. Besser gesagt noch, okay. Keine Anbindung, bitte. Okay, das klappt so nicht. Wir machen mal wieder die Straßenvorgabe an, ja. So, wenn ich jetzt hier drauf das Naturschutzgebiet mache, können wir es mittig setzen. Yay, herzlichen Glückwunsch. Naturschutzgebiet hat Stufe 1 erreicht. Ja gut, wir haben ja auch nichts wirklich gemacht. Außer erstmal das Naturschutzgebiet gebaut. Achso, ist eine Einbahnstraße, sehe ich gerade. Dann wollen wir das doch auch aufwerten dementsprechend. So. So klappt's. Also, manchmal müsst ihr da ein bisschen tricky sein. Wie schon gesagt, lasst euch da nicht übers Ohr hauen, wenn gewisse Anlagen da meinen, sie könnten da nichts mehr tun. So, wir überlegen jetzt mal ganz kurz. Also, wir haben hier einen Park, ja? Und dieser Park... Warum muss das hier an sein? Ist das so, ja? Egal. Also, wir wollen ja einen Haupteingang haben wir auf jeden Fall hier. Das macht auch Sinn, weil hier ist das Placebo oder das Ziggurat, die Ziggurat-Gärten. Das passt da ganz gut. Ich glaube mal, hier wollen wir keinen Eingang mehr irgendwie haben. Aber vielleicht auf der Seite nochmal einen Eingang. Wäre eine Möglichkeit. Ja, dass wir hier so zwei Haupteingänge haben, wo man da so gesehen rein kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, fangen wir jetzt schon mal an mit der Bezäunung. Denn das ist ja eigentlich das Wichtigste und die fieseste Arbeit beim Naturschutzgebiet. Dass wir da jetzt erstmal anfangen, das abzusichern. Damit die Leute hier nicht einfach kostenlos rein können. So, ihr merkt, ich muss hier ein bisschen Feinschliffarbeit machen. Gar nicht so einfach. Ich benutze mal dieses Tool hier. Na, sag mal. Nee. Wo bin ich denn überhaupt?
Oh ja, hier wollten wir eigentlich den zweiten Eingang machen. Wo haben wir denn das kleine Nebentor? Was bauen wir denn mal hier hin? So, fertig, Punkt. So. Okay, wir machen das mal noch alles aus, weil das kostet ja alles Geld, wohl bemerkt. Auch Unterhalt, von da aus. Auf jeden Fall müssen wir für diesen Park auf jeden Fall Geld verlangen, also das wird teuer. Vielleicht müssen wir die Busstation auch mal ein bisschen versetzen, denn ich glaube, das wird doch noch einiges ausmachen, wenn die Leute da die Möglichkeit hätten, mit dem Bus hinzukommen. Ob das jetzt natürlich dem Busverkehr zugute kommt, wage ich ganz stark zu bezweifeln. Oh, dieses Straßenvorgaben geht mir sowas von auf dem Ei. Der Hammer. Hier soll nichts hingebaut werden. Das tut mir ja leid für die Leute hier. Aber dann müsste ja die Wohnung hier eigentlich extrem viel kosten. Weil einfach mal die Kosten. Müssen wir Feingefühl haben hier. Manchmal gar nicht so einfach. Okay, gut. Ich glaube, wir sind bald durch. Dann haben wir nämlich, glaube ich, alle Parks durch, oder? Okay, wir haben's. Wir haben unseren Park einmal umzäunt, einmal umrundet. Und das Lustige wird auf jeden Fall den Park hier zu gestalten. Denn das Naturschutzgebiet wird echt eine Herausforderung. Aber was ich so geil finde, ist dieser Hügel. Ich werde hier auch versuchen, an dem Hügel Landscape-technisch nicht wirklich groß was zu verändern. Oder wenn doch, benutzen wir diese Masse da oben, um überhaupt hier etwas zu verändern. Denn ich finde, hier kann man was Schönes draus machen. Was sehr, sehr schön ist, wohl bemerkt. Da müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben wollen. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr teuer werden für die Stadt, weil das wirklich ein optischer Reizpunkt werden wird, den wir da setzen wollen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz grob mit... Was haben wir denn hier allgemein? Also das sind die Haupttore, das habe ich ja schon verstanden. Das ist ein kleines. Ist das noch kleiner als das andere? Nee. Ist auch Wurst. Also hier haben wir eine Lagerfeuerstätte, wo dann die Leute irgendwie hin können, um Lagerfeuer zu machen, was auch immer. Lagerfeuerstätte Nummer 2 und ein paar Zelte zum Campen. Ja, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Wege gestalten wollen, denn das ist eigentlich, glaube ich, so der Knackpunkt. Und guck mal, was es da noch alles gibt denn später, ne? Das ist einiges, vor allem viel Dekoarbeit. Das wird ein großes Projekt werden. Ach so, ein Aussichtsfernrohr. Jetzt habe ich verstanden, was damit gemeint ist. Okay. Gut, okay. Fangen wir mal wieder zurück. Gehen wir nochmal wieder ganz zurück zur Straße, denn damit müssen wir ja anfangen, schlussendlich. Es soll hier nur einen Weg geben. Ja, das ist richtig. Und der soll jetzt auch erstmal mal gucken, wie der verlaufen soll. Mal so lang.
Einmal so lang. Das sieht ja mal buggy aus. Nee, warte mal. Das gefällt mir nicht. Kostet der eigentlich vom Unterhalt mehr? Nö. Ist genau der gleiche Rotz. Oder nee, warte mal. Falsch geguckt. Unterhalt 0,4. Ist egal. Dann nehme ich lieber den mit Deko. Also, wir sagen erstmal, dass der Weg erstmal ein bisschen straight geradeaus laufen soll. Und hier hätten wir dann die Möglichkeit zu sagen, mit Straßenvorgabe am besten, es geht einmal. Ich mach mal ein bisschen schräger. Einmal da lang. Und einmal da lang. Also zwei verschiedene Wege erstmal, die man sich dann aussuchen könnte. Und wir folgen dem Pfad erstmal. Hier hätten wir noch einen Weg, der hierhin führt. Mal gucken, was wir daraus machen. Ich weiß es noch nicht. Ja, also uns sind ja jetzt hier wirklich ja keine Grenzen gesetzt in dem Bezug. Naja, da werden wir jetzt ein bisschen, da werden wir jetzt hier ordentlich kreativ. Ja, wir wollen auf jeden Fall einen Weg haben, der so gesehen einmal um Petto führt. So war jedenfalls meine Idee. Und hier haben wir natürlich das gleiche. Das gleiche Prinzip wie immer. Dass wir sagen, wir haben eine Straße, die auf jeden Fall geradeaus führt. Dann haben wir einen Weg, der sich hier anschließt. Und natürlich haben wir einen Weg, der sich natürlich da anfügt, anschmiegt. Und dann setzen wir unseren Weg erstmal um den Berg weiter fort. Ja, wir müssen auch viel mit Smooth, mit dem Smooth-Tool arbeiten. Wie ihr merkt, will ich so ein bisschen weg von der Straße. So. Okay. Also das heißt, wir haben jetzt einmal so einen Weg, einmal komplett drumrum. Ich werde mal ganz kurz, weil mich das stört, Gelände glätten. Also, inwiefern das überhaupt machbar ist, ne? Also, klar, dass wir hier Gelände haben, was natürlich interessant, wir haben es auf größter... Ne, haben wir gar nicht auf größter Stärke. Aber hier können wir es ein bisschen absmoosen. Damit das hier nicht so wirkt, als wenn wir hier... Hier machen wir eher es noch schlimmer, habe ich das Gefühl. Da können wir nichts mehr smoothen. So, aber das müsste so an sich auf jeden Fall etwas besser sein. Habe ich jedenfalls das Gefühl... Okay. So. Okay. Gut. So. Und natürlich soll es jetzt mehrere Wege geben, die jetzt natürlich nach oben führen. Ja, also zu den Weg oben auf dem Berg. Und natürlich wäre es natürlich sinnig, dass wir hier einen Weg machen. Vielleicht so eine Art Schlangenweg. Obwohl es ja hier ja so geht. Aber wir werden auch hier wieder mehrere Wege benutzen. Und wir werden mal gucken, ob wir hier okay. Ja, kann man so ungefähr lassen, würde ich behaupten.
Was lustig wird, ist echt, das denn zu gestalten. Ich finde, das sieht jetzt schon fett aus. Weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber das sieht schon fett aus. Die Möglichkeit zu haben, hier hochzulaufen, hammerhart. Richtig geile Scheiße. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen tricky. Denn ich will hier natürlich am besten Falle auch so einen Weg nach oben haben. Ja, das sieht nicht so optimal aus. Aber es ist ja nun mal wirklich so, dass wir hier ja nicht einfach bauen können, wie man will. Also, hier haben wir eine Verbindung. Ja, auf jeden Fall müssen wir noch eine Verbindung hier hochbauen, das ist klar. Aber hier stelle ich mir das sogar noch ein bisschen schwieriger vor. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben wollen. Ich glaube mal, das ist gar nicht so unrealistisch, was ich hier mache. Denn so eine Bergpfade sind ja meistens wirklich so eine Schlangenlinien. Und schön sind sie natürlich nicht, selbstverständlich nicht. Aber ich glaube, das ist so das einzigste realistische, wie ich das jetzt hier handhaben möchte. Hiermit bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ich mach mal kurz was anders. So. Okay, also das heißt, wir haben hier einen Weg, der nach oben führt. Hier haben wir zwei Wege, die nach oben führen. Hier haben wir auch nochmal einen ziemlich komplizierten Weg. Und vielleicht sollte es einen Weg geben, der von hier so ein bisschen runterführt und von hier ein bisschen runterführt. Ich würde behaupten, dass der Rest, der soll so bleiben. Denn alles andere macht, glaube ich, weniger Sinn. Und wir gucken mal, dass wir hier einen gescheiten Weg nach oben finden. Das finde ich ganz gut so. Ja, kann man so lassen, würde ich sagen. Kann man so lassen. Okay, also, das sieht schon fett aus, oder? Von oben sieht das schon fett aus. Sieht zwar aus wie so eine Schlagader, die man da, wie so eine Krampfader, ja. Aber ich würde behaupten, das ist in Ordnung so. Oh Gott, da haben wir echt viel zu tun. Da haben wir jetzt verdammt viel zu tun. Heilige Mutter Maria. Also, wir gucken mal ganz kurz, wir müssen Hauptpark machen, Werbung machen, auf jeden Fall. Wir machen auch Nachttouren meines Erachtens. Kostet natürlich mehr. Machen Recycling, machen die Nachttouren. Tierethik, das ist nur für Zoo, das interessiert uns jetzt hier in dem Sinne ganz wenig. Wir werden mal mit dem Preis erstmal runtergehen. Weil noch macht das keinen Sinn. Okay. So, das hat er jetzt hoffentlich gespeichert. Also, wir haben zwei Eingänge.
Wir haben einen Weg, der einmal komplett drumherum führt. Das finde ich absolut genial. Hier können wir auf jeden Fall schon mal uns austoben. Aber was jetzt eigentlich noch kommt, ich bin jetzt Uhrzeittechnik wahrscheinlich schon wieder voll drüber. Wir müssen natürlich anfangen, Deko zu bauen. Aber ich würde sagen, das werden wir in diesem Part nicht mehr machen. Beziehungsweise ich werde jetzt noch ein bisschen was machen. So Kleinigkeiten werde ich jetzt auf jeden Fall schon mal setzen. Und zwar haben wir ja hier eigentlich mehr oder weniger sind das ja nur diese kleinen fünf Gebäude. Das Lustige ist, das sieht immer sehr nach viel aus, aber im Grunde ist es gar nicht viel. Also, das heißt, wir fangen jetzt hier zum Beispiel an. Hier haben wir unsere erste Feuerstelle. So. Dann seht ihr, dass wir hier so eine Art kleines Zelt haben. Da kommt ein Zelt hin. Zack. Wo ist denn der Eingang? Bei dem Zelt sieht man leider nicht. Aber da wahrscheinlich, wo der Pfeil ist. Das macht schon irgendwie Sinn. Ja. Okay. Das heißt, hier haben wir eine Lagerstätte, ein paar Zelte. Das ist schon mal ganz gut. Und das werden wir jetzt natürlich auch. Da ist es. Hier weiter fortsetzen. Also klar, wir haben auch hier wieder eine Feuerstelle und da auch eine, bloß eine etwas andere. Ich glaube, das macht nichts, wenn wir hier wirklich die freisetzen. Ich hoffe es doch, weil das wäre sonst ziemlich ärgerlich, weil das können wir jetzt nicht unbedingt mal. Was kostet eigentlich so ein Zelt und Unterhalt? Ja. So, natürlich machen wir hier das auch nochmal drumherum. So rein optisch nur gesehen. Das heißt, wir haben hier so kleine Raststätten im weitesten Sinne. Die man jetzt ja erstmal besuchen kann, möchte, darf, wie auch immer. Oh. Wenn wir mal gucken, dass wir hier parktechnisch gesehen auch erstmal. Das passt zum Beispiel nicht. So, hier machen wir nochmal das Gleiche. Wäre echt schade, wenn diese Zelte nur da gelten, wo auch, ja, wo das, also, ne, die Straßenanbindung ist. Aber ich glaube mal nicht, weil ansonsten würden die ja meckern, dass sie hier Straßen brauchen. Und wehe, das kommt jetzt, wenn ich hier auf Play drücke. So, das machen wir mal hier auf an. Das machen wir auch auf an. Das machen wir auch auf an. Zack! Und schon haben wir unser Naturschutzgebiet. Wird jetzt ins Geld gehen, Leute. Werdet ihr gleich sehen. Aber es reicht den Leuten auf jeden Fall, um sich nochmal aufzuwerten. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und der Bahnhof wird wahrscheinlich super gut benutzt. Ich meine, das lockt ja auch die Leute an. Krass. Ja, da werten sie sich jetzt alle auf. Oh, nice. Gefällt mir. Gefällt mir.
Da 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 ba ba bam 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 ba. So, dann lassen wir mal laufen. Und schauen mal, ob da Leute hingehen. Ich wusste es. Wahrscheinlich sogar eher daneben. Wer ist er denn? Ein Jugendlicher. Vorbildlich. Ah, guck mal. Das finde ich cool. Haben sie ihr kleines... was auch immer. Und hier kann man spazieren, bis man umfällt. Wortwörtlich. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch eine bessere Verbindung anschaffen. Aber so an sich, ja. So, was ist hier? Okay, hier kommen auf jeden Fall Leute. Die parken ineinander. Finde ich sehr toll. Das spart natürlich sehr viel Platz. Ja, läuft. Ja klar, gehen wir jetzt mehr aus. Ist logisch. Leute, ja, fahrt durch den Zaun, ist in Ordnung. Ich kann nicht mehr, ey. Oh, Gottes Willen, Leute, ne. Natürlich müssen wir hier oben auch nochmal ein Lagerfeuer machen, weil von hier oben hast du natürlich die perfekte Aussicht. Das ist wirklich eine perfekte Aussicht. Erstmal auf den hässlichen Berg und natürlich auf die gesamte Stadt. Das ist schon fett. Also, das als Naturschutzgebiet ist eigentlich der beste Platz. Da hätten wir keinen besseren finden können. Wir hätten hier oben auch einen Flughafen machen können, aber das wäre unwirtschaftlich, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Und, Alter, was zum Henker ist denn hier los? Wir müssen wahrscheinlich eine Regelung finden, dass hier drinnen kein starker Verkehr fährt. Weil das, da müssen wir uns echt interessanterweise noch einen großen Kopf drum machen. Das wird noch eine Hausnummer hier. Das wird noch eine Hausnummer. Was machen eigentlich unsere Bürogebäude da hinten? Da fange ich schon an, vor lauter Schock zu stottern hier. Okay. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir hier den Platz ausnutzen und hier gegebenenfalls auch nochmal Bürogebäude machen, weil was soll hier sonst hin? Eigentlich ja nichts. Von da aus setzen wir da mal. Okay. So, wir gucken mal nochmal ganz kurz. Machen wir Plus. Oh, ja, machen wir. Krasse Scheiße. Halleluja. Und wenn ihr euch jetzt noch vorstellt, wenn wir das noch richtig Deko machen, also ich rede hier mit den Tools von dem, was wir hier haben, hier etc., wenn wir das noch verschönern mit den Bäumen, vor allem denn auch mit dem Felsen. Und ich will nur sagen, wir haben ja hier schöne, dicke Felsen. Da kann man schöne Sachen mitmachen. Auch eine schöne Art Vulkan oder so. Da können wir uns richtig austoben. Würde ich sagen, das machen wir auch. Also wir haben hier schön die Möglichkeit. Und das sollten wir auch ausnutzen. Da was haben und können. In dem Sinne würde ich sagen, ich beende diese Folge. Schön, dass ihr auf jeden Fall geschaut habt. Könnt ihr in den Kommentar da lassen, was haltet ihr vom Naturschutzgebiet? Was haltet ihr allgemein davon? Ist das schön? Ist das nicht schön? Hätte ich den Platz vielleicht anders nutzen können? Alles gerne in den Kommentaren. Ich bin da gerne offen für Kritik und bin auch offen gerne für Diskussion. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Capella. In dem Sinne, haut da Rinsen mit einem ganz bekannten Grinsen. Tschö mit euch.